Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen aus Mexiko. Jetzt geht die Rallye wirklich los, Freunde. Ja. Ich würde sagen, wir starten rein, dass wir vielleicht auch ein leichtes Handicap haben. Fahren wir auch mit dem Standard-Setup. Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Tag 1. Und testen das Ganze mal. So. Ja, wie befürchtet, Schweden-Rallye sind die Zuschauerzahlen ein bisschen eingebrochen. Aber gut. Neuer Tag, neues Glück. Neue Rallye, neues Glück. In Mexiko-Regen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so geil, aber gut, was soll's. Müssen wir mal so mitnehmen, es regnet halt. Und links 4 innen halten, in rechts 4 lang innen halten. Selbst für Schotter, Regenreifen? Nein, oder? Und links voll und Achtung, links 3 uneben. Eigentlich nicht. Und rechts 2 nicht schneiden. Da sind wir, die Steine so hell leuchten, das stört mich so dermaßen. Links 4 innen halten, Übergruppe und rechts 4 Übersprung. Weiß nicht, das haben sie so schlecht gemacht. Warum sollen die Steine da, wenn wir das Licht aufdrehen, so viel mehr rausleuchten als wie der Rest der Straße? Das passt irgendwie nicht. Aber egal, es geht so auch. Links 5 macht zu, 4 innen halten. Und rechts 3 nicht schneiden, macht zu und links 3 schneiden 40. Rechts 5 macht zu, nicht schneiden 30. Links 3 kurz 30. Rechts 4, oh, Standard Setup ist okay jetzt in dem Fall. Du kannst halt nur im Asphalt das Ganze nicht nehmen, weil du kippst einfach um. Das ist ja ein Witz beim Asphalt. Links 5 innen halten. Ah, Schotter geht noch so einigermaßen eigentlich. Man kann ja auch selber ein bisschen nachjustieren. Rechts 4 schneiden 60. Höhe oder so. Links voll 40. Rechts 6 kurz bremsen und links 3 Verengung in links 6 lang macht zu über Brücke 30. Alter, schön, unser Auto schaut schön aus. Rechts 4 macht auf, lang innen halten 30. Achtung, scharf bremsen. Ja. Da haben wir schon einmal eingeschlagen. In links voll kurz 40. So, jetzt sollte es eigentlich dann aufhören zu regnen. Links 4 kurz 30. Rechts 4 über Kuppe 100 uneben. Na ja, auch die. Boah, Mini-Ruckler, Ruckler des Todes. Uiuiui. Habst du das auch gesehen? Links nicht schneiden 30. Aber geht schon. Vielleicht ist das andere Wetter jetzt umgeschalten. Da muss er da was nachladen. In Knoten für 50. Lustig. Jetzt sind wir 6 Sekunden hinten. Und in Schweden waren wir, wie viel? 4 Minuten vorne? Ja, läuft hier, WRC, Freunde. Läuft. Balancing, absolut top hier. Im 9. Teil noch immer nicht hinbekommen. Dass das einigermaßen von der Zeit her passt. Das ist schon schwierig, ja, anscheinend. Anscheinend ist es wirklich extrem schwierig. Und rechts 360. Das ist. Achtung, links 5 über Kuppe 30. Links 4 macht auf, nicht schneiden. Und Verengung rechts 6 über Brücke und links 5 30. Achtung, rechts 4 macht zu, 3 keinesfalls schneiden. Rechts 6 sehr lang, uneben, über Kuppe, macht zu 5,50. Links 5 macht zu kurz 40. Rechts 5 macht auf, nicht schneiden 40. Rechts 4 macht auf. Ja, genau, jetzt sind wir 9 Sekunden hinten, alles klar. In rechts 5 kurz macht zu bremsen und links 2 in rechts 5. Und links 3 nicht schneiden. Rechts 4 innen halten, in links 3 kurz. Und rechts 4 macht auf, nicht schneiden, 80. Links 5, 120. Links 4 macht zu, nicht schneiden und rechts 2, Achtung, 80.
Kuppel in rechts 5 innen halten. Ah, die Höhe da, ich weiß schon wieder. 6 lang, macht zu 4 leicht schneiden. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht runterkullert. 3 lang, 30. Was ist das schon das? Na, das war's noch gar nicht. Rechts was ich meinte zumindest. Links 4 mittel, uneben, macht zu. In rechts 4 macht auf, uneben. In links 4 kurz, 30. Rechts 5 über Kuppe, macht zu, 3 lang, 30. Links 5, 30. Rechts 5 und links. Aber eine positive Nachricht haben wir. Wir können auf jeden Fall weiterfahren und müssen nichts Neues anfangen. Die Unterschiede sind schon krass, oder? Jetzt fängt es wieder zum Regnen an. Achtung, rechts 3, Verengung in links 5. Achtung, Sprung über Brücke 50. Ja, da haben wir sogar einen grünen Sektor gehabt, okay. Rechts 5, kurz 80. Ja, wir können ja nur uns das fahren. Die KI hat eh random komplett irgendwelche Zeiten. Rechts 3, in rechts 5, kurz 30. Da können wir nur insgesamt die Rallye fahren und ja, dann schauen, wo wir stehen. Kurz 100 zum Ziel. Aber wirklich Sinn ergibt es leider nicht. Aber egal, wir versuchen es einfach trotzdem. Wir versuchen es einfach mal trotzdem. Ja, 5.8 Sekunden, passt doch, oder? So gesehen. So gesehen, ja. Was hat eigentlich für ein Filter? Online-Bestenlisten. Da brauche ich gar nicht reinschauen, also ich weiß, also ich habe welche Freunde zum Nachschauen. Aber da sind ja wieder die krassen Dudes unterwegs. Die interessieren mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich. So 18,37. Das war sehr finster. Ja, sehr schön. Wieder Regen und Nacht. Jawohl. Da haben Spaß dran gewickelt, glaube ich. So, so sehen wir ein bisschen mehr. Und links 4 über Kuppe 50. Links 4 in rechts 1 macht auf, nicht schneiden. Und rechts 4 innen halten, über Kuppe in links voll. Da die Epic Stage jetzt. Und links 4 in rechts 3 mittel macht zu, innen halten 80, Mauer außen. Links 2 kurz, Verengung 40, rechts 5 macht zu, durch Wasser und links 1 macht auf. Und rechts 2 in links 1 nicht schneiden. Und rechts 3 in Kuppe 5. Ah, schöne Passage hier. Links voll 200, uneben, links halten durch Wasser, rechts 5 kurz, Achtung, bremsen in links 3, macht zu, innen halten. Boah, da haben wir einen Stein oder was aufs Heck bekommen, glaube ich. Beim Driften. Und rechts 4, nicht schneiden, in links 2 kurz, macht auf, nicht schneiden. Na schade, sonst wären wir jetzt da dran gewesen. Jetzt haben wir die 5 Sekunden jetzt. Verengung in Schlucht. Na, nicht das Licht. Wischer können wir abschalten. Okay, perfekt. So, Konzentration jetzt. In rechts 4, macht zu, in links 3, nicht schneiden, macht auf. Und Kuppe in rechts 4, innen halten, Achtung, Mauer innen, macht zu, 3. In links 3, in rechts voll. Ah, fieses Eck da. In links 3, innen halten, hängt nach außen, in rechts 2, 30, in Kuppe in rechts 1, leicht schneiden. In links 5, macht zu, in rechts 3.
in Haarnadel links. In rechts 5, innen halten, in links voll, lang, uneben. Und rechts voll, bremsen, in links 3, kurz, 50. Achtung, bremsen für rechts voll, in scharf rechts, macht auf, Haus außen. In links voll. Und rechts voll, macht zu, 5, in links voll, Verengung. Und rechts 5, Überkuppel, in Bodenwelle, in links voll. Und rechts voll, macht zu, Überkuppel. In links 5, über Bodenwelle und rechts 5, Verengung. Und links 500 über Bodenwelle. Ja, das schaut gut aus, Freunde. Das schaut gut aus. Und grüner, zweiter Sektor. Macht zu, Mauer außen. In rechts 4, 30, bremsen über Bodenwelle. Für rechts 2, leicht schneiden. Und rechts 4, bremsen für scharf links, nicht schneiden. In links 3, Mittel. Was heißt 3? Das ist ein 1er Abbieger, what the fuck? Für links 5, oder hat er das gemeint hier? Okay, das kann auch sein. Dass die vorige Kurve schon vorher angezeigt wurde. Und links voll, in rechts 5, bremsen, in links 5. Für scharf rechts, scharf schneiden, 150. Und rechts 4, kurz, in links 6, kurz, Verengung, bremsen. In links 3 kurz und rechts 3 Verengung nicht schneiden 80 uneben. Links 5 in Kuhle und Brücke über Kuppe. Und rechts 5 in links 3 nicht schneiden. Und links voll über Kuppe. In rechts 6 macht zu 4,30. In links 5 30. Rechts 5 kurz und links 4 lang, macht zu 3, über Kuppe 30. Da fällt das Spiel wieder in alte Schwächen zurück. Rechts 4 macht zu und links 5. Ja, nicht einmal in einem Land haben sie irgendwie eine Konstanz drinnen. Das sagst du jetzt, Mexiko ist komplett irgendwie. Rechts 4 macht zu uneben. Schnell für, von der KI her, oh nein, es ist. Es ist sogar von hier von Teilstück zu Teilstück komplett unterschiedlich. Haben uns leider verfahren. Das macht das Ganze natürlich noch. Umso bitterer. Für Kuppe in links 5, links halten 50. Ja, wie gesagt, wir können eh nur uns. Es ist Nebel und Regen in der Nacht. Ich liebe es. Rechts 5, nicht schneiden 80. Achtung, links 3 macht. Jetzt müssen wir da unsere Steine eh mitnehmen, wie sie sind. In links 4 kurz nicht schneiden und rechts 3 schneiden. Für links 5 bremsen, in rechts 2 schneiden 30, links 6 sehr lang in. Links 4 macht zu tückisch 50. Ja, aber alles im Lot noch. Alles im Lot, aber jetzt wären wir doch noch immer relativ weit vorne. Macht zu 80. Na gut, ist ja eine Rallye, da kann man ja Fehler machen. Uneben, innen halten, in links 4, macht zu 3, kurz, Übersprung. Und rechts 5, Achtung, in links 6, Verengung, über Brücke. In rechts 5, macht zu 4, nicht schneiden, 30, links halten, Übersprung und rechts 4, 40. Puh. Zweimal da unter Boden ein bisschen gekratzt, glaube ich. Der Formel 1 könnte es da schon nicht mehr fahren. In links 3 kurz, Verengung, Überkuppe, nicht schneiden, 40. Rechts 5 und links 3 macht auf, nicht schneiden. Kaum ist der Unterboden da verletzt oder beschädigt, verlierst du schon wieder Zeit in der Formel 1. Und kannst das Auto schon nicht mehr so am Limit bewegen, wie es sein sollte, um wirklich schnell zu sein.
scharf rechts schneiden in Kuhle 70. Ja, sehr schön. 3 Sekunden. Perfekt. Links 4, über Kuppe 30, rechts 5, 50, uneben. Scharf bremsen in rechts 6, kurz Übersprung in scharf links schneiden 40. Links 4, macht zu, leicht schneiden 100. Verengung Bodenwelle und rechts 5 lang, mach zu. Und Kuppe links halten für rechts 3, keinesfalls schneiden. Und links 5 uneben 150. Links 4 uneben innen halten 50, links 5 in Schlucht. In rechts 5 50, Achtung, über Kuppe bremsen. Vielleicht Sprung in links 5, Mittel 30. Rechts 3, über Bodenwellen 30. Links 5, über Kuppe bremsen. In rechts 2, leicht schneiden, hängt nach außen. In links 3, nicht schneiden, hängt nach außen. Rechts 5, macht zu, in Kuppe 30. Mhm. Rechts 3 halten, in links 3 nicht. Spannendes Duell an der Spitze. In rechts 4 nicht schneiden, hängt nach außen. Der Hyundai-Piloten. Und links 3 in Kuppe in rechts 4, 30. Links 2 macht zu, uneben in rechts 4 macht zu und Knoten für 50. Links 3 macht zu, in rechts 5 macht zu. Upsi, ja, der Motor, der lässt gerne bei uns ein bisschen nach. Der Hyundai-Motor, schon wieder ein bisschen angeschlagen. Rechts 5, Verengung für rechts 2 bei Abzweig. Aber ist relativ zum Schluss, ist okay. In links 3, kurz 30. Ja, der war schon ein paar Mal gelb bei uns. Links 5 macht zu, Verengung uneben in rechts 4. Der hält wohl nicht so lange durch. Für scharf links, Überbrücke 120. Nee. Was war das für ein behinderter Stein, sorry. Was war das bitte? Ich war doch mitten auf der Straße, oder nicht? Hä? Okay. So, das sollen wir der Wiederholung nochmal anschauen. Ernsthaft jetzt Spiel? Okay. In links 2 macht zu, Verengung hängt nach außen. Hier werden wir ja sicher noch einmal vorbeifahren in irgendeiner Etappe, vermute ich einmal. Da müssen wir aufpassen, wenn es Richtung Brücke geht. Und links 4 in rechts 3 macht auf und macht zu 4 kurz. Schätze mal, wenn wir von der anderen Seite gerade kommen, wird es nicht so ein Riesenproblem sein. Ja, jetzt sehen wir hier. Da wären wir jetzt super vorne, da hätten wir uns einen super Vorsprung rausgefahren. Rechts voll in links 6 über Kuppe. Da hat uns doch der Stein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Plus natürlich die Strafe ist noch nicht angerechnet. Jetzt sehe ich hier nicht genau, wo die Straße geht, dass so komisch bergauf geht. Ja, links hat er doch gesagt, das wäre die längste Kurve. Ich bin links ab und ich schaue so. Alter, ernsthaft? Eieieiei. Ich habe wirklich nicht gewusst, ob es links oder rechts gerade da geht. Warum ist denn kein Pfeil oder irgendwas? Dann sagt er links, hat er auch schon die nächste Kurve gemeint. In links 3 macht zu. Vielleicht haben wir es doch ein bisschen zu früh, die Ansagen jetzt eingestellt. In rechts 3 kurz 40. Links 3 nicht schneiden. Ja, aber dann sag er es mal wieder und dann ist wieder zu spät. 40. Achtung, nicht schneiden, Schikane rechts kurz 40. Links 1 kurz in rechts 1. Ah, wieder ein paar so unnötige Sachen. Der Stein, dann links rechts. Was ich nicht checkt habe, was aber auch nicht wirklich gut sichtbar war. Rechts 4 macht zu, 3 Verengung, nicht schneiden, 30. Achtung, rechts 3, 30. Rechts 5 scharf bremsen für scharfe Haarnadel, links 30. Links 5 macht zu, scharf bremsen für Haarnadel, rechts schneiden bei Abzweig. Und rechts 5 scharf bremsen für scharfe Haarnadel, links nicht schneiden. Links 5 bremsen für rechts 3 Baum innen.
und links 5 bremsen für scharf rechts 30. Links 4 kurz Verengung in rechts 5 lang. Etwas den und Zaun mitgenommen. 50. Links 3 Verengung hängt nach außen 40. Und wieder eine aufs Heck. Wieder eine aufs Heck. Rechts 5 in links 6 bremsen, Überkuppel 30. In links 5 kurz, in rechts 2 nicht schneiden 40. Ich freue mich schon auf die letzte Rallye Japan. Die finde ich am geilsten, ehrlich gesagt. Wow, fast da runter. Über Kuppel und links 3. Und rechts 5 in links 3 über Bodenwelle. Und rechts 3 macht zu lang 70. Oh, da werden wir noch Spaß haben auf, so, oder auf der anderen Rallye, weil... Das ist ja eigentlich noch eine der schöneren Rallyes, oder? Da gibt es doch viel schwierigere. Und links 4 in Schlucht. In Schlucht. Rechts 3 Mittelbremsen macht zu scharf rechts nicht schneiden 30. Das ist so wieder eine Epik, Freunde. Halleluja. Links, rechts, ich seh schon wieder, ich hab's wieder nicht checkt. Rechts 4 und rechts 3 macht zu nicht schneiden zum Ziel. So, haben wir es jetzt geschafft? Trotz der ganzen Probleme hier. Jawohl, 4 Sekunden vor Löb. Löb, nice. Ja, haben hier Löb, Neuville, Dänik auch so ihre Probleme gehabt anscheinend. Trotz unserer Problemchen. Ja, jeder komplett mit hart. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Trotz der 10-sekündigen 2x5 haben wir gehabt, sind wir noch immer 4 Sekunden vor Löb. Ja, immer ganz sehr gut. Okay, du kannst natürlich auch das Ganze ein bisschen ruhiger angehen, aber da wären wir sicher auch erster gewesen. Da haben wir keine, ja, 10 Sekunden, ja, wie die Epic. Ja, 10, ja gut, 10 Sekunden, so langsam wären wir nicht gewesen, aber... Ja gut, der Stein, der war, keine Ahnung, der war ja mitten auf der Straße gefühlt, oder? Also, da konnte man nicht wirklich was machen. Und ja gut, die zweite Strafe war vielleicht ein bisschen unnötig, die eine andere Aktion, aber gut, auf der kompletten Strecke ist natürlich nicht so einfach, wenn man doch ein bisschen Gas gibt, dass da immer alles komplett glatt läuft, muss man auch sagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, perfekt, dritter Platz hier, dritter Platz, 3 Sekunden hinter Neuville, zweiter Platz, perfekt. So passt das, Freunde, so passt das optimal. Wunderbar. Nur Tag 2, Freunde, der wird ein bisschen kürzer. 2,58 Kilometer Autodrom de Leon. Super Special. Und einmal Media Luna, das ist auch nur 4,01 Kilometer Special Stage. Okay. Ja. Ist halt so. Tag 2 wird dann ein bisschen kompakter. So, alles repariert hier. Jawohl. Alles relativ, aber so an die 90. Ja. Kann man mal lassen, glaube ich. Hinten das Glas gesprungen. Ja, hinten ein bisschen leicht deformiert. Ja, ja, ja. Sehen wir von vorne eigentlich das Auto auch hier in irgendeiner Einstellung. Ne. Was ist da mit der blonden Dame mit dem Fotoapparat? Das ist ja kein Spitzel hier von Ford oder so. Gut. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ja, jetzt unterm Strich darf ich den Fahrer nicht so viel schimpfen. Da bin ich ein bisschen abgelenkt. Mich beschweren. Unterm Strich ging es ja, nur halt da zwischen den einzelnen Etappen so komische Zeitunterschiede. Einmal ist man 5 Sekunden schneller, dann ist man wieder auf einmal 5 Sekunden langsam wie die KI. Also sowas ist mir leider unbegreiflich, aber
Naja, mal schauen, ob sie das vielleicht irgendwann mit irgendeinem Teil rausbringen und einigermaßen die Zeiten hinbringen. Insgesamt, ja, gut, waren wir jetzt aber auch. Ja, müssen wir noch weiter beobachten. Gut, die Fehler gehören auch dazu, also von dem her, ja, das muss man jetzt soweit zufrieden sein. Wir sind ja auch ein bisschen runtergegangen im Schwierigkeitsgrad, das ist hier okay, würde ich sagen. Hier ist okay. Und ja, schauen wir uns das Ganze weiter an. Danke fürs Zuschauen noch einmal, das war's. Und ja, morgen sollte es eigentlich weitergehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann sehen wir uns bei Tag 2 wieder. Ja, wie gesagt, der wird ein bisschen kompakter werden wahrscheinlich. Das werden ja so 10 Minuten wahrscheinlich maximal werden. Aber gut, okay. Ihr wisst Bescheid. So sind die Tage in WRC. Einmal ein bisschen länger, dann ein bisschen kürzer. Tag 3 wird wieder mit der EBIG ähnlich wie heute werden. Jo, danke fürs Zuschauen. Das war's. Wir sehen uns bei Tag 2 wieder. Ciao, ciao.